Was für mich wichtig ist in einem Liederamt, ist, dass es mich berührt. Und wenn die Patricia Nolz diesen Liedzyklus Frauenliebe und Leben singt, dann beeindruckt mich vor allem die Wahrhaftigkeit, mit der sie diese Lieder interpretiert. Sie schafft es, in diesem Zyklus eine Entwicklung zu bauen. Das heißt, es ist eine Entwicklung vom ersten bis zum letzten Lied, von der ersten Verliebtheit über die Ehe, die Mutterschaft bis hin zum Tod, den Verlust dieses geliebten Menschen. Und das Wichtige daran ist, dass man ihr das glaubt, was sie erzählt. Dass sie es mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit auf die Bühne bringt. Dass es mich ganz besonders freut, ist, dass Patricia Nolz nun die Gelegenheit hat, in der Serie The Great Talents im Wiener Konzerthaus diesen Liedzyklus zum Besten zu geben. Und zwar am 15. November im Schubertsaal des Wiener Konzerthauses, eine Liedmatinee um 12.30 Uhr an der Seite von Marco Martino.